Hallo, herzlich willkommen bei Mrs. Flori. Ich liebe schnelle und einfache Tassenkuchen und zeige euch heute ein super köstliches Rezept für einen Kürbis-Haselnuss-Tassenkuchen. Der kommt ohne Mehl aus und ist im Nu zubereitet. Ich zeige euch nun, wie das geht. Für den Kürbiskuchen benötigt ihr Kürbispüree oder weichgekochte Kürbiswürfel. Ich habe hier schon vorbereitet Kürbiswürfel, die sind jetzt schon butterweich. Die gebe ich in meine Schale. Alternativ eignen sich auch gut Süßkartoffeln für dieses Rezept. Den weichen Kürbis zerdrücke ich mit einer Gabel. Wenn der Kürbis zerdrückt ist, das geht recht einfach bei weichem Kürbis, gebe ich die weiteren flüssigen Zutaten dazu. Ich verwende Tahin, Mandelmus, es eignet sich auch gut eine andere Nussbutter, zum Beispiel Mandelbutter. Da gebe ich einen Esslöffel dazu. Sowie Milch. Ich verwende Mandelmilch. Die flüssigen Zutaten verrühre ich miteinander. Zu meinen flüssigen Zutaten gebe ich nun die trockenen Zutaten. Ich habe hier gemahlene Haselnüsse. Die gebe ich dazu. Der Kürbis ist zwar süß, aber nicht so süß, wie wenn ihr den Kuchen mit einer Banane zubereitet. Darum gebe ich noch einen Esslöffel Zucker dazu. Ich verwende Kokosblütenzucker, ihr könnt aber auch Vollrohrzucker oder normalen Zucker verwenden. Dann für Power noch ein bisschen Proteine. Ich habe hier ein neutrales Lupinenproteinpulver. Wenn ihr kein Proteinpulver verwenden möchtet, könnt ihr nochmal einen Esslöffel mehr Haselnüsse dazugeben. Dann benötige ich noch Backpulver. Und zu Kürbis passt super gut Zimt, also unbedingt Zimt dazugeben. Alle Zutaten verrühre ich miteinander. So ist der Teig fertig. Ich gebe ihn nun in eine Mikrowellen- oder ofenfeste Tasse, denn ihr könnt den Kuchen in der Mikrowelle, aber auch im Backofen zubereiten. So backe ich meinen Tassenkuchen für 3 Minuten bei voller Leistung in der Mikrowelle. Alternativ könnt ihr den Kuchen auch bei 180 Grad auf der Ofenmitte für ca. 20 Minuten backen. Mein Kuchen ist fertig. Der Tassenkuchen ist fertig und kann so gelöffelt werden. Ich finde ihn aber noch besser mit ein bisschen Toppings obendrauf. Und ich gebe dazu ein paar Bananenstücke auf meinen Kuchen. Sowie noch ein paar Heidelbeeren. Dann habe ich noch Granatapfelkerne zu Hause. Zu Kürbis passt immer gut etwas Schoki. Ich habe hier Kakaonips. Und darüber gebe ich noch ein bisschen Joghurt. Ich habe Sojajoghurt. Fertig ist ein super leckerer und ganz einfach zubereiteter Tassenkuchen. Ich liebe Kürbis und ich liebe diesen Tassenkuchen. Den müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Ihr findet mich auch auf Instagram als Mrs. Flori. Schickt mir unbedingt die Bilder eurer Kreationen. Weitere schnelle Rezepte wie diesen Tassenkuchen findet ihr auf meinem Blog www.mrsflori.com. Das Rezept und alle Mengenangaben habe ich euch verlinkt. Ihr findet sie unten in der Infobox. Tschüss, bis zum nächsten Mal, eure Mrs. Flori.